sailing, no more sailing. A goodbye, a farewell, my friend, no more sailing. So long, sailing, no more sailing. Oh, ist mir warm. Hallo, einen schönen guten Tag. Trotz, dass es nur 27, 28 Grad sind, aber 20 Minuten laufen und dann noch mit Rucksack auf dem Rücken und oh, in der prallen Sonne. So, erstmal die ganzen Nachrichten von meiner Mutter lesen. Die hat wieder Sachen vergessen. Ach Mensch, die Mama. So. Oh, von rechts pustet auf jeden Fall der Ventilator schön rüber. Schön noch die Installation fertig machen von Rocket Swarm. Ich weiß gar nicht, was da jetzt gerade aktualisiert wird. Maus oder Tastatur oder beides oder nur die Software. Von dem, ich habe keine Ahnung. So, dann gehen wir gleich ins Spiel. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag heute alle. Das sieht gut aus, das kann zu, das kann auf. Das Blöde ist, wenn es einem so warm ist, dann beschlägt natürlich auch die Brille, weil der Körper ja Wärme verströmt und dementsprechend sieht man da nichts. Also wenn man schwitzt und Brillenträger ist, ist das eine scheiß Kombination. Wie siehst du denn schon wieder aus? Schäme dich. Du müsstest dich schämen, was du wieder schon wieder für eine Grütze bei uns auf dem Discord gepostet hast. Da war ich kurz vorm Ausrasten. Aber ja, ich bin nicht rasiert bin total verklebt. Aber morgen muss ich mich eigentlich rasieren. Morgen ist Führungskreisrunde. Da muss ich schick aussehen. Glaube ich. Grüß dich. Ich grüße dich, du Rüpel. So. Game. Game, Glas, Play, war keine Grütze, war richtiger High-End-Content. Geschmäcker sind verschieden, aber ich fand es etwas unpassend. Hoffe, die Zugfahrt verläuft gut soweit. Und ich meine damit nicht den Schweiß. Boah, ich bin so ein krasser Wortwitze-Mensch. Das ist Wahnsinn.
Was denn? Was verziehst du denn so das Gesicht? What seems to be the problem, Mister? Hallo Johnny. Wie wird denn die Temperaturlage die nächsten Tage? 25. Am Wochenende 32. Ich breche ab. Oh, ich drehe sie durch. Und Dresden? Nächsten Donnerstag 30 Grad. Ach du Scheiße. So, weiter geht's in Subnautica. Wir wagen heute die Fahrt mit der Nautilus runter zum Lost River. Hallo Sherry Lady, grüß dich. Schönen guten Tag. Sage mal mit guten Tag oder was war das hier? Morning everyone. Um 11.24 Uhr, da bist du aber schon mindestens ein paar Minuten wach gewesen, oder? Ach Mensch, ey. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich trinke noch die restlichen Teereste. Den restlichen Tee von der Arbeit. Und klecker schon wieder alles voll hier. Mann, ey, so kann das nichts werden. Du hast Urlaub. Wie schön. Wie cool. Ach so, dann ist das natürlich dein guten Morgen. Stimmt. Erster Urlaubstag heute. Ach, schön. Genieße es. So, ich habe mir einen Kaffee gezogen. Den kaue ich mal hinter, wie es scheint. Wie sieht's aus hier? Salz. 1, 2. Dann nehmen wir jede Menge Wasser mit. Könnten noch so eine wo ist denn hier das hin? Die chinesische Kartoffelpflanze wächst noch anscheinend. So, Messer weg. Wird auch langsam Zeit, ja. Wir lesen. Oder sagen wir so, wir kommunizieren in letzter Zeit nicht so viel. Aber ich hoffe doch, dass es dir gut geht und die Arbeit, auch wenn sie nervig ist, immer noch ein bisschen Spaß macht. So, Batterie. Salz. So. Und dann können wir eigentlich rüber. In die Nautilus. Hallo Frau Ling, ich grüße dich. Ich habe die Sounds für SFX aus. Ich bitte das zu entschuldigen. Vielen lieben Dank für deinen Resub. 48 Monate sind einfach mal 4 Jahre. 4 Jahre. Welcome aboard, Captain. All Systems Online. Ja, vielen lieben Dank für den Resub und einen schönen guten Abend. Wo habe ich die Batterie? Habe ich irgendwo Batterien abgelegt? Glaube nicht, ne? Habe ich alles? Ah, bei Tools. Da haben wir jede Menge Batterien jetzt dabei. Sehr gut. Titan. Wasser können wir noch mal ein bisschen reinballern. Ja. Und da und dort. Und Titan hier noch. Ist schon voll. Okay. Sieht gut aus soweit, würde ich hier sagen. Laternenfrucht. Gleich wieder DS Discord DS Hilfe, helfen Sie mir mit der Abkürzung. Hallo Silings, was ist denn los?
Ach, sehr witzig. Ich könnte mir noch ein Frachtmodul bauen. Ein Frachtmodul für den Krebs. Oh, das machen wir, glaube ich, noch bevor wir abreisen. Welcome aboard, Captain. Dreimal Titan und ein Lithium. Das heißt, wir können Frachtmodule bauen einfach. Zwei Stück noch. Zähne müsste ich vielleicht mit runternehmen. Für dieses besondere Glas. So, und Bleiglas. Haben wir denn noch Lithium hier gelassen oder haben wir alles Lithium mitgenommen? Ich fürchte, wir haben alles Lithium drüben, ne? Ha. Sieht fast danach aus. Alles Lithium ist drüben. Medkit noch mitnehmen. Zack, zack. Nochmal rüber. Haben wir Zeit. Zweimal Lithium holen. Anis und die Potenz. Wo hast du das denn hergekramt? Ich höre es mir selber für mich an. Willkommen zurück, Sherry Lady. Ach, DS stand für gleich wieder da. Och Mann, ich bin aber auch eine Blitzblinse. Jetzt erklärt sich mir das. Ah, Enno spielt auch Subnautica. Wieder mit seinem Starfield Countdown. So. Ach, alles gut, Sherry Lady. Alles gut. So, wir brauchen Lithium. 1, 2. Bin gleich wieder da. So, musst du schnell mal runter zur Tür. Ja, alles gut. Hast du denn jetzt ein paar Tage Urlaub? Oder nur ein verlängertes Wochenende? Ich hoffe doch eher ein paar Tage. Vielleicht sogar Wochen. Kann ich gar nicht hier bauen, muss ich hier bauen. Am 30. August musst du wieder. Das ist okay. Das ist okay. Damit kann man arbeiten. Sehr schön. Dann genieße die freie Zeit. Vielleicht fährst du ja sogar weg. Wer weiß das schon. Dance in the traffic. Random. Dance. The dance. Dance. So, jetzt können wir doch hier bestimmt das einbauen, oder? Ah, man kann sogar den Frachtraum da. Ist ja lustig. So, jetzt haben wir ganz viele Frachtmodule. Eingebaut. Und dann müssen wir noch die Zähne irgendwo beim Glas packen wir die dazu. So. Und die Taschenlampe packen wir mal in Tools. Wo ist Tools? Da. So. Und das Messer behalte ich, falls ich mich wehren muss, falls mich irgendwas anfällt. Speichern. Beautiful. Beautiful. Engine powering up. Thank you.
Auf geht's! Sebi, hast du deinen Fernseher schon verscherbelt? Nein, der steht immer noch im Flur, seit einem Jahr jetzt schon. Willst du den haben, Söhne? Haben Sie schon das Porno geschaut, wie Tobi gestern onstream? Hat er sich das echt angeguckt? Nee, oder? Das hat er nicht gemacht. Nee, ich guck mir das nicht an, ich möchte das nicht. Ich meine, für Sühne wäre es vielleicht was. Wollte er. Ich weiß nicht, ob du danach deinen Lachs noch streicheln willst, Sühne, wenn du das gesehen hast. Der freche Silence dreht wieder den Finger hoch. Vermutete Degasi-Basis. Bin ja gar nicht angefahren, das Teil. Weg! Der kleine Fisch schloss für immer seine Augen. Der Lost River ist das Ziel meiner Reise. The Lost River. Ich weiß noch nicht mehr, wo der Eingang war. Ich muss mich da so langsam rantasten. Ist ja irgendwie unter mir. Gibt es hier Tarnnüsse?
Was? Oh oh, das klingt nicht gut. Aria! Hallo! Welch Ehre! Dankeschön für dein Follow und schönen guten Tag. Ich weiß es nicht. Vielleicht war auch schon mal ein Follow da und dann war er wieder weg. Das kann ja durchaus vorkommen. Aber ich fühle mich sehr geehrt und freue mich natürlich über deinen Besuch. Ich hoffe, dir geht's gut. Bitte, bitte, liebe Warper, zieht mich nicht aus meiner Kabine hier. Ah, ah. Ich bin aufgesetzt. Ich sehe, du spielst das schlimmste Spiel der Welt. Ich habe es in der Tat selber auch auf die Strafbank, Ersatzbank gesetzt, weil ich zu sehr Schiss habe vor der Geräuschkulisse und vor diesen unendlichen Tiefen. Das ist ja gar nicht meins, ne? Aber ich habe es mir jetzt nochmal angetan und es wird schon irgendwie, wird schon schief gehen. Pass mal mit deinen dicken Hintern auf, aber der Hintern ist doch schmaler als vorne das Cockpit. Glaube ich zumindest, ich weiß es nicht. Hast du das mal gespielt, Aria? Bist du da... Hast du zumindest mal reingeguckt, oder? Ich muss, glaube ich, da hinten hin. Fahren mal da weiter. Wie gesagt, als es dann in die Tiefen ging und ich in meiner Seemotte saß und irgendwas Großes, Fieses mich griff, war eigentlich schon vorbei. Aber jetzt haben wir es nochmal angefangen. Und ich bin ja jetzt auch ein bisschen älter seit dem letzten Mal und vielleicht bin ich dementsprechend auch entspannter. Weiß es nicht. Ich habe es erfolgreich abgebrochen. Sehr gut. Sehr gut. Übrigens war ich am Wochenende auf dem Elbenwald-Festival und durfte Knuddelknutschen. Der Funk Royal, ne? Ja, der hat eine super beruhigende und angenehme Stimme, wenn der Spiele spielt. Das ist großartig. Jetzt ist die Frage, fahre ich hier rein und kann dann da herabsinken oder muss ich irgendwo noch weiter runter vorne? Ich fahr mal. Ja, Gronkh auch, das stimmt. Gronkh durfte ich 2000... Jetzt lass mich nichts Falsches erzählen, aber 2010 oder 12 mal kennenlernen auf einer Veranstaltung, ist schon Ewigkeiten her. Muss ich hier runter oder vorwärts? Na, wir gucken mal. It's a Fangirl. Ja. Nee, da habe ich für BAFT gearbeitet. Ein halbes Jahr oder so. Und da habe ich den auf einer RPC. Die hat damals noch in irgendeiner Fahrradstadt, also so eine sehr fahrradvolle Stadt. War die Veranstaltung und es fand ich schon schön, ihn da mal kennenzulernen. Und da hat er gerade mal 100 oder 200.000 Leute auf YouTube gehabt, ne? Da war er wirklich noch deutlich kleiner. Schon Wassereinbruch irgendwo? Anscheinend nicht. Das ist schon mal gut. Ich würde halt gerne nach unten gucken, aber das kann ich hier nicht. Ich muss mal kurz raus aus meiner... aus diesem sicheren Bereich hier. Und kurz gucken gehen. Bin gleich wieder da. Nicht mal eine Taschenlampe mit. Welcome aboard, Captain.
Captain. All systems online. Wo sind meine Tools? Wo sind denn die Tools? Ach da. Blindfisch, ey. So, ich muss erstmal nur gucken, wo ich lang muss. Und dann muss ich mal einen Schluck trinken. Wasser. Hier. Zack. Ja, ich war heute arbeiten. War ganz angenehm soweit, der Arbeitstag. Und dann bin ich nach Hause geflitzt. Und dann habe ich mir gedacht, schnell Stream an, willst ja heute hier mal weiterkommen. Wir können einfach weiter runter sinken. Okay, das sollte gehen. Ich muss nur irgendwie hier in die Ritze reinpassen. Mal schauen wir mal. Und morgen geht es nochmal ins Büro und dann habe ich wieder einen Tag Homeoffice. Da arbeite ich von zu Hause aus. Am Freitag. Das wird wieder schön. Ja. Ich habe Menschenkult noch nie so wirklich verstanden. Er ist schon krass. Also das, was der Gronkh da macht, auf Veranstaltungen teilweise 2-3 Tage am Stück, die Leute ihn drücken lassen, das ist schon heftig. Das ist schon, will man selber für sich, würde man das, glaube ich, nicht wollen, ne? Die wollen immer, die wollen mir immer nur am Arsch krabbeln. Wer jetzt? Wer jetzt genau, Sühne? Homeoffice ist abgelehnt, du spielst ja 80% deiner Arbeitszeit. Entschuldige bitte, entschuldige, ich bin nicht Trailjumper, ja? Da würde das vielleicht passen. Aber ich komme aktuell nicht zum Spielen während der Arbeitszeit. Das ist schrecklich. Das ist eigentlich unglaublich. Ich habe momentan, da ich ja die Vertretung für meinen Chef bin, gar nicht die Zeit dafür zu zocken. Oh, da war ein Rubin. Oh, ich bin aufgesetzt, glaube ich. Oder warum habe ich so Schlagseile? Chef Tannis B, direkt kündigen. Nee, nicht kündigen. Ich habe einen super Job. Möchte nicht. Nee, den Stress will ich mir nicht nochmal geben, mir nochmal eine neue Arbeit zu suchen. Ich bin super glücklich da, wo ich bin. Ich hoffe, das werde ich auch noch sehr lange bleiben. Was denn das? Wieso ist denn da so gelb? Hä? Boah, ey, mit da hinten schon wieder. Hinter mir ist gelb. Auf der Map, was ist denn das? Ist das ein Warper vielleicht? Mit so einem 40-Tonner in so einen Mini-Parkplatz einparken, ist auch nicht so einfach. Hier liegt Schrott. Oder? War ich hier schon? Sieht interessant aus. Die armen Mitarbeiter haben 2 Wochen den Albtraum ihres Lebens jahrzehntelang nur so getan, als würde man produktiv sein und plötzlich so ein Grummeloper kurzzeitig als Chef. Ja, da könntest du sogar recht haben, dass manche Leute angepisst sind, dass ich da jetzt... dass ich jetzt Le Boss bin. Das könnte einige ganz schön anzecken. Aber ist mir auch egal. Ich mache meine Arbeit gerne. Und die sollen das verdammt nochmal auch. Warning, Attack durch Creature. Ich fahre mal...
Ich fahre weiter. Vielleicht war ja das Gelbe. Angriff durch ein Tier. Au! Drecksqualle, mein Strom ist aus. Verzieh dich! Du Otto! Weg hier! Hier fahre ich! Boah, ey, mir geht der Arsch richtig auf Grundeis gerade. Oh mein Gott! Was sind denn das hier alles für Quotes? Gibt's nicht! So viele Quotes haben wir noch nicht. Ah, super. Licht ist aus. Wir treiben. Oh, oh. Strom ist wieder da? Ja. Ich fahre einfach weiter. Wir müssen, glaube ich, irgendwo da lang. Geht mal weg, ihr Rochen. Ich will euch nichts. Ich muss mir unten auf jeden Fall dann noch eine Seemotte bauen, mit der ich dann wieder nach oben fahren kann. Ich kann ja nicht ständig mit diesem LKW hier durch diesen engen Tunnel driven. Das, da kriegst du ja zu viel. Oh. Superhodenschaden. Warst früher auch mal auch so ein Cola-Nascher? Kannst du ruhig zugeben. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Wir folgen mal dem Leuchten auf dem Boden. Wie sieht's mit der Hülle aus? Geht eigentlich, ne? Muss mal hier kurz einen Snack nehmen. Das ist doch so ein Leviathan, oder? Ja. Rig for silent running. Silent running, na mal gucken. Tom, du Kloppo! Was ist denn mit dir los? Engine power
Bunker. Oh, erstmal kurz hier eine Verschnaufpause machen. Oh Mann, Tom, schmeißt schon wieder die Fuffis in den Club. Vielen lieben Dank für deine verschenkten Subs. 5 Subs in die Community an Shy Guy, an Trust Avis, an Jakuki, an Dedex und an Flow. Tom hatte Zahltag. 16.8. Wenn man in der Mitte des Monats Geld kriegt, könnte das stimmen. Ich sage einfach mal vielen lieben Dank, Tom, für deine Unterstützung und die verschenkten Subs. Und ja, insgesamt schon. Da steht da irgendwo, oder? Viel zu viel auf jeden Fall. Wie komme ich denn hier raus? Da. Viel zu viel. Tom, wie geht's dir? Alles gut soweit? Hast du schon Feierabend? Ist schon Feierabend bei dir? Fände ich gut. 68. Ja, irgendwie sehe ich das im OBS gerade nicht hier. Ach doch, da. They have gifted 68 subs in the channel. Engine powering up. Ja. Krass, krass, krass. Herr Tom, ich hoffe, dir geht's gut soweit. So, wir fahren ja jetzt einfach mal den Lost River weiter. Au! Scheiße! Besoffen fahren ist nicht gut. Ich habe doch Homeoffice, arbeite auch nur bis 16 Uhr. Sehr gut. Sehr gut, Tom. Au! Nur Gelumpe in der Gegend. Passen wir hier durch? Da ist doch schon wieder was Gelbes. Gelb ist nicht gut. Gelb bedeutet Ärger. Rig for silent running. Wir sind schon wieder so Quallen unterwegs. So eine scheiß EMP-Assis. Weg! Oh nee, jetzt drücke ich auch noch. Hier bin ich! Hier drüben! Also die Frage ist, wo muss ich denn lang? Hier runter? Pensi! Fuck you! Ich meine. Hören Sie auf, mich zu EMPen. Ich weiß halt echt nicht, wo lang ich muss. Wo
alte Skelett, da will ich eigentlich nicht wieder hin, ne? Ich will eigentlich weiter runter. Bin ich jetzt einmal im Kreis gefahren? Hier war ich doch vorhin. Ich bin echt im Kreis gefahren. What the fuck? I drove in a circle. What the fuck? Rausgefahren, oder? Oh Mann! Ich habe keine Orientierung. Ich habe doch gar nichts gemacht. Wie garstig, sie Schwein. Was habe ich denn gemacht? Alles mit. Krieg die auf die Fresse hier. Wieder alles aus. Dann halte ich mich vielleicht erstmal jetzt ein bisschen mehr rechts. Wir sind ja links gefahren. Lass mich doch. EMP im Sekundentakt. Gefahren. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Mach doch den lautlosen Modus, wenn du angegriffen wirst. Meinst du? Das zieht aber so an den Akkus. Das ist zu krass, das zieht mir zu viel Energie. Ich brauche Hilfe. Ich kenne mich hier nicht aus. Scheiße, hier ist eine Wand, da geht's gar nicht nach rechts. Ich will nach rechts fahren, aber ich kann nicht. Licht an. Na, ist an. Oh. Ist auch Ende. Ich hab Licht an, Lucifer. Grüß dich. Guck, aus an. Aus an. Ich habe keine Orientierung mehr. Sad. Irgendwo bin ich hier in einer Einbahnstraße gelandet. Welcome aboard, Captain. All systems online. Sehr gut, sehr gut. Dreh dich mal nach links.
Aber da komme ich doch her. Ich will ja nicht zu dem uralten Skelett zurück. Da komme ich ja gerade hergefahren. Ich will eigentlich weg davon. Ha. Und ich war vorhin auch schon in dem River, aber dann bin ich irgendwie immer zu oft links abgebogen und komme dann wieder an dem uralten Skelett raus. Rochen, bitte pass auf. Bitte pass einfach auf. Hast du Innenbeleuchtung an? Ja. Soll ich die ausschalten? Innenbeleuchtung aus, warte. Aber hier geht's ja schon wieder, glaube ich, raus aus der Höhle. Kannst du besser sehen. Hast du Schlüpfer gerade gerichtet? Nee. Dafür müsste ich erstmal eine anhaben. Nee, ich habe die nicht gerichtet, die Schlüpfer. Also, da hinten ist das uralte Skelett. Das ist mein Eingang in die Höhle. Und da komme ich her. Und ich möchte jetzt in diesen Lost River rein. Uralter Kragen, wo... Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich hoffe, der kommt nicht. Ist irgendwo falsch abgebogen. Ja, scheint mir so. Ich fahre jetzt mal hier lang. Hier fahre ich ja wieder raus, oder? Das ist doch ein Biom, was außerhalb des Lost Rivers ist. Ja. Da muss ich ja gar nicht weiterfahren. Detecting a titanium mass somewhere in this area. Unable to confirm whether it originated on the Aurora. Warum scrollt denn jetzt der Chat nicht weiter? Jetzt muss ich immer raustappen. Hast du das Signal von Rettungskapsel 2? Warte mal, muss ich schon mal gucken. Uralter Kragen ist aber auch schon ganz schön speckig. Meinst du den uralten Kraken? Das war ein Versprecher von mir aus einem Spiel. Das ist eine Referenz daran gewesen, Tom. So. Ich habe nur die 3. Und eine Kameradrohne 1. Wo ist denn die abgeblieben? Hat die ein Krokodil geklaut? Scheint so. Ich habe nur die 3. Die 2 hat sich mir noch nicht gezeigt. Wir können noch mal Richtung uraltes Skelett fahren, aber da greifen sie mich gleich wieder an. Entschuldigung, Herr Rochen. So, hier ist dieser Boden mit den Leuchtdingern. Daran habe ich mich orientiert vorhin. Ich habe oh shit. Ogerhoden für Ogerhorden benannt und dann gab es halt diesen uralten Kragen. Scheiße, da sind schon wieder die Quallen, die gleich mich weg-EMPen. So, da ist das uralte Skelett. Aber hier fahre ich doch jetzt auch wieder raus, oder? Da fahre ich doch dann auch wieder weg. Fahr in die Höhle mit der Außenkamera. Fickröhre ist alles aus.
Mit der unteren Kamera siehst du mehr und deine. Ach du Scheiße. Ich hab. Oh nein, der geht gleich wieder ab. Oh, schnell Kamera aus, ich krieg zu viel. Nein! Die Karre ist bald im Eimer, ich sag euch das. Das ist hinten, ja, ich habe gar keine Orientierung. Die eine guckt nach hinten, die andere nach vorne, aber da ist ja irgendwie so ein Ding davor und dann gibt es eine oben drauf, ne? Ja. Ich fahre jetzt einfach mal hier weiter, das sieht doch vielversprechend aus. Ja, das Sonar habe ich irgendwie nicht und ich wusste jetzt aber nicht genau, wo ich es finde und ich wollte irgendwie auch nicht ewig suchen und Leon meinte, das brauche ich gar nicht. Ich kann schon mal los und ja, irgendwie komme ich nicht klar. Und wem gebe ich die Schuld dafür? Leon natürlich. So, jetzt wieder Ende im Schacht. Das Sonar wäre echt super, stimmt schon. Jetzt fahre ich wieder Richtung uraltes Skelett, das will ich nicht. Hallo Enno, vielen lieben Dank für deinen Raid. Hast du nur 5 Minuten gestreamt und dann jetzt den Raid ausgelöst oder was? Damit kannst du tolle Topografien sehen. Ja. Wie gesagt, ich habe das leider nicht. Und vielleicht finde ich ja hier unten noch ein Sonarteil. Aber aktuell, wie gesagt, laufe ich so ein bisschen wie so ein blindes Huhn durch die Gegend und weiß nicht wohin. Warte mal. Jo. Ich warte mal. Wie gesagt, da ist das Skelett, das ist sozusagen mein Eingangspunkt. Und eigentlich bin ich immer vom Skelett in irgendeine Richtung weggefahren. Und habe dann, da war ich aber noch mit der Seemotte unterwegs, diesen Giftfluss sozusagen gefunden. Mein Kopf ist Matsch, hab die Nacht kacke gepennt. Okay. Dann, wie gesagt, vielen lieben Dank für deinen Raid und einen schönen guten Abend an alle. Mir ist warm. Ja, mir auch. Guck mal gerade nach unten. Ja? Guck ich? Bin gerade gefühlt nur im Kreis. Ja, ich auch eben. Also ich bin mit dem Zyklopen los und wollte eigentlich wieder dahin, wo ich das letzte Mal mit der Seemotte war, aber irgendwie finde ich den Weg nicht mehr. Irgendwie finde ich das nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum.
Das ist ein familienfreundlicher Kanal auf jeden Fall. Da gibt's hinter einer Wand einen Eingang nach unten. Wie hinter einer Wand? Hier drin in dem grünen Zeug? Nee, oder? Sieht ja aus wie Fußboden hier. Hier waren wir ja schon mal. Da, wo das Skelett liegt. Ich hab's nur Skelett genannt, ne? Es gibt ja mehrere Skelettteile hier. Ne? Das muss nicht unbedingt das Skelett sein, das vielleicht du im Kopf hast oder wo du gerade dran denkst. Ducati-Kanone unterm Tisch, ja. An einer der Seiten ist ein Weg nach unten. Hallo Heike, grüß dich. Wie gesagt, mein Skelett ist nur ein Kopf. Das ist nicht der komplette Körper mit den, also sowieso, naja, der ganze Körper, sondern es ist nur ein großer Kopf, wo irgendwie ein paar Leitungen dran sind. Das ist nicht das Skelett, was ihr wahrscheinlich meint. Genau, genau. Das ist, glaube ich, ein anderes. Herr B., Sie stellen sich aber auch an. Ja, was hast du denn anderes erwartet? Und ich sag noch, soll ich noch das Sonar suchen? Ach, wo? Das brauchst du nicht. Hm. Fahr einfach ohne los. Das geht schon. Hm. Oh, ich habe einen Funkspruch bekommen. This is Life Pod 2, coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. Da hast du die Kapsel 2. Okay, was ist an der besonders? Rettungskapsel 2. Ist das da, wo wir eigentlich hin müssen, oder wie? Wo sind die zwei? Da. Mann, ey, was ist denn jetzt mit den Rauchmeldern los? 2000 Meter in die Richtung. Das ist der Eingang zum Lost River Haupteingang. Ah, da gibt es einen Haupteingang. Nee, zum Glück nicht, aber die synchronisieren sich manchmal noch ein bisschen. Und dann piept es so. Da habe ich ja einen Riesenhorror vor, dass das mal dann nachts losgeht, wenn ich pennen will. Okay, also dahin ist der Lost River Haupteingang. Oh, jetzt kommen wieder die Warper, ich sag's euch. Die Assis. Fahr mal zu deiner Boje. Ja, mach ich. Under the water. So. Hier sind auch die Konstrukte an dem Kopf dran. Also die... Was ist mit mir? Wieso fahre ich nicht mehr vorwärts? Häng ich irgendwo fest? Hält mich irgendwas fest? Die sind an! Leute, macht mal eure Glotzen auf! Die sind an! Hier! Anna geht nicht! Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis. So, da ist der Kopf.
Zeig mal mit der unteren Kamera das Ding. Ich möchte jetzt nicht unter meinen Tisch leuchten. So sieht das aus. Gleich kommt wieder der EMP. Fahren Sie bitte einen Gang nach Nordosten weiter. Bumm! Ich kann gerade nicht, Strom ist aus. Ich fahre jetzt hier erstmal wieder raus. Raste sonst aus. Ich schlag sonst irgendwas kaputt. Weg! Weg hier! Fuck you! Ich komme halt nicht klar und das nervt ein bisschen. Und jetzt greift mich ja die Umwelt an, also die Viecher. Dann müssen wir irgendwie erstmal hoch. Mann! Verzieh dich doch einfach. Jetzt bin ich doch da, um zu helfen. Mir ist nicht zu helfen. Aber das ist lieb von dir, dass du da bist. Spiele du bitte deine Spiele. Ich komme schon klar. Und außerdem, Lucifer will ja auch helfen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Aua. Morning. External hull damage detected. Na super. Na super. Ich mach mal Licht an. Warum stehen wir eigentlich so schräg? Brennst denn? Wo denn? Hä? Wer hat doch gerade gesagt, hier ist Strukturität ein Problem? Strukturität ist ja gar kein Wort. Was labert der schon wieder? So. Enno, du kannst mir nicht helfen. Du bist verwirrt. Höre auf, irgendwelche Sachen in den Chat zu schreiben. Das bringt doch alles nichts. Ja, ich muss essen. Auch noch. Jetzt brennt die Scheiße schon wieder. Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Ich hab da eben gelöscht. Schilder habe ich auch nicht. Brauche ich ja angeblich auch nicht. Schottendicht. Ach, schottendicht. Ja, stimmt. Ich komme morgen ins Büro, Herr B. Machen Sie sich auf was gefasst, dann gibt's Kloppe. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Wieso kann ich das nicht von innen schweißen? Hallo Matze, grüß dich, schönen guten Tag.
Wie viel Leben hat dein Zyklop denn nach der halben Stunde, die du permanent angegriffen wurdest, noch? Müssen wir gleich mal gucken. Ich muss jetzt aber erstmal was zu essen organisieren. Und trinken muss ich auch gleich. Vital signs stabilizing. Das ist schön. Gibt's hier nichts noch was zu essen? Fische, die ich essen kann? Nein? Ah, hier. Aber hier ist auch das Arschgesicht dabei. Ah, ah, ah! Ah, ah. So, wieder hoch. Hä? Da kommt ja immer noch Wasser rein. Wieso? Hallo. Ist jetzt wieder alles gut? Lebenspunkte habe ich noch voll. Phaser fertig zum Feuern, ja genau. Ein Loch im Dach, links vom Steuer hast du ein Kontrollteil, da siehst du, ob noch Schaden vorhanden ist. Wo ist jetzt die 2? Da ist mein Skelett. Wo ist das Signal von der 2? Da. Ich fahre jetzt einmal rum. Ich hoffe, es erwischt mich nicht irgend so ein Kraken. Das wäre ärgerlich. Ach so, na, dann hast du recht. Schade, dass wir keinen Schildgenerator haben. Ja, der hilft ja auch nicht gegen Kollisionsschaden mit Wänden, oder? Der hilft ja wirklich nur damit, dass die uns... Ach so, das war Sarkasmus gerade. Das war Sarkasmus. Der ist jetzt auch bei mir angekommen. Ich höre irgendwo einen Leviathan. Gleichfahrt ist scheiße, da habe ich kein Außenlicht. Oder? Ich höre ihn. Circa 100 Meter vor der Kapsel drehst du nach links. Na, ich komme hier gar nicht hin, weil hier irgendwie noch Berge sind, über die ich irgendwie drüber kraxeln muss. Oh oh, Leviathan. Ich versuche erstmal dem Leviathan zu entkommen. Reaper, ja, Monster. Es sind 2. Ich habe keine Ahnung, ich sehe halt nichts, ne? Geh mal auf halbe Geschwindigkeit. Bin ich. Ich bin nicht auf normal und auch nicht überschnell. Ich bin auch, also ich weiß nicht, ob man da drunter noch schalten kann. Ich fürchte eher nicht. Mitte, aber dann hören die mich doch. Dann greifen die mich doch jetzt an. Halbe Geschwindigkeit, da bin ich doch von, dann kann ich auch das hier silent ausmachen.
Die hören mich jetzt richtig. Die werden mich so zerfressen. Oh, der Wachstift malt schon. Ich sag euch, wie es ist. Oh, was rumst denn da schon wieder gegen die Wand? Das ist Tinnef, du bist in seinem Gebiet, deshalb greift er dich an. Tinnef, was für ein schönes Wort. Ey! Ach du Scheiße. Ja gut, wenn man voll Karacho in eine Sandbank reinfährt, ohne Licht anzuhaben, kann schon mal nicht so gut sein. War noch von der Schleichfahrt, glaube ich, aus, das Licht. Das ist ja doof. Wo ist denn das Loch? Unten dann wahrscheinlich, weil ich ja aufgesetzt habe hier, oder? Hallo? Do you have a hole for me to stop? Ich höre auch wo irgendwo schon wieder ein Reaper, nicht Leviathan. Ich sag mal Leviathan. Ach, da. Wer Licht hat, ist klar im Vorteil. Ja, klar im Vorteil. Glaube ich allerdings auch. Was klopft denn da schon wieder? Lassen Sie mich doch einfach in Ruhe. Achso, warte. Was ist denn das? Wärmekraftwerk. Fragment. Irgendwo über mir ist der Leviathan. Ich sag euch, wie es ist. Ich sag euch, wie es ist. Boah, was für ein Stressspiel. Ganz schön stressig. Hören Sie auf, wie Tobi zu reden? Ja, okay, Entschuldigung. Sorry. Wollte ich nicht. Du bist in der Nähe. Du bist da in der Nähe der Kanone. Da, wo die Sunbeam ankam und abgeknallt wurde. Okay. Okay, okay. Ich fahre jetzt einfach mal weiter, so gut ich kann, in die Richtung von Rettungskapsel 2. Schon noch mal gerne in die Rettungskapsel reingehen, um da das PDA zu holen.
schwenken langsam rechts rum. Ach so, Maschinen sind ja aus. Kann man schwenken, ohne dass die Maschinen an sind? Ich habe so das Gefühl gehabt, dass der sich gerade nicht gerührt hat. Okay, Maschinen aus. Und dann hier. Nee, da bewegt sich nichts. Da kann ich A oder D drücken, da passiert nichts. Ich kann auch nicht hoch und runter. Wirklich nicht. Oder meinst du die Kamera schwenken? Ich dachte, das Schiff schwenken. Hallo Crispy, grüß dich. Schönen guten Tag. Die Wampe schwenken. Wisst ihr was? Ich werde mal kurz den Lulli schwenken. Ich muss mal pieseln, bin gleich wieder da. Bis gleich und danke, Lucifer, dass du so viel Geduld mit mir hast. Bis gleich. So, wieder da. Ich werde mal kurz zu dem Wrack tauchen. Aber ich sollte meinen Scanner mitnehmen. Dreh mal die Höhle, erkennst du sofort. Da sieht aus wie Sterne. Mache ich sofort. Playing partially translated broadcast. Destroyed mode. Patrol. New targets unaccounted for. 1. Mhm. Wer will mich denn zerstören? Vielleicht siehst du auch, wenn du draußen bist. Okay. Guck mal gleich mal, ich speichere nochmal. Da sieht es aus, als ob es reingeht. Also so, auch an der Decke sind da so Pilze. Das Boot hat bescheuertes Licht. Da unten bräuchte man eigentlich gelbes oder blaues Licht zum Sehen. Ah, okay. War ich hier schon mal? Scheint fast so, oder?
Weil das hier schon offen ist. Also ich würde sagen, hier geht's rein. Das hier sieht so aus wie Haupteingang. Oder? Ist er, ne? Okay, dann setzen wir uns hier mal eine Boje rein. Ich habe ja ein paar mitgenommen. Dankeschön, Lucifer. Ist vielleicht besser, da durchzugehen, als durch diesen kleinen Schrammelgang. Da kommst du ja mit dem riesen Ding gar nicht durch. Habe ich jetzt Bojen mitgenommen? Bei Tablets, ne? Zack. So. So. Wenn du reinfährst, halte ich einfach links. Okay. Lost River Haupteingang. Okay. Da musst du aber tiefer runter. Genau, ich muss hier unten fahren. Ich habe nur die Boje jetzt hier oben dran geklatscht, damit ich die nicht wegbumse mit dem Zyklopen gleich. Heike, wie geht's dir? Alle Tür zu weit? Hast du einen schönen Mittwoch gehabt? Alles beim Alten. Sehr gut. Oder? Ja, würde ich sagen. Ja, unten ist mittig ein Baumstrang und dahinter ein Felsen. Deshalb bitte links durch den Eingang. Okay. Das wird schon werden. Du kannst das Licht auch vom Lenkrad aus einschalten. Rechtsklick, ja, habe ich auch gerade mitgekriegt, dass Rechtsklick ja an- und ausmacht. Ich muss ja gar nicht immer zu dieser Konsole rüberlaufen. Aber in meinem Alter ist das manchmal mit dem sich merken oder feststellen, oh, da war ja noch was. Ist oft so. '78 geboren, 44 Jahre alt.
Deswegen habe ich mich vorhin sehr über dieses Wort gefreut von dir. Ist es links genug? Ja, ich glaube schon, oder? Junge Hüpfer. Licht ist an. Oh. Links immer an der Wand lang? Oder wie? Oder wer? Häng schon wieder mit dem Hinterteil. Du musst immer links bleiben, okay. Und hier auch ganz, also dann bin ich ja bald wieder, gucke ich ja bald wieder auf die Boje, ne? Haupteingang. Muss ich hier unter der Wurzel? Nicht, dass ich mich dann so wie so ein Korkenzieher im Boden drehe. Runter wahrscheinlich, oder? Rechts am Baum vorbei, hier. Okay. Fluss da unten folgen. Okay, ich hänge schon wieder irgendwo. Ey, Aneri, grüß dich. Grüße dich. Hallo. Deshalb fahre ich da unten immer mit der unteren Kamera. Der Fluss geht ja da weiter, ne? Also der macht jetzt zwar so eine kleine Biege, aber wir fahren jetzt einfach mal hier weiter. Dann kommen wir wieder in Richtung uraltes Skelett. Das ist ja witzig. Da musste hin, wo der ist. Wo, wer ist der Fluss? Langsam jetzt. Hier gibt's irgendwie. Oh, hier geht's runter. Ist hier der Runtergang? Nase runter und durch. Oh mein Gott, da geht man einmal aus der Kameraansicht und dann ist man schon gegen die Wand gesetzt.
Jetzt hänge ich wieder irgendwo. In der Kameraansicht sehe ich halt nicht die Kollisionsdings. Das ist so ein bisschen blöd. Muss nochmal hoch. Nochmal vor. Nochmal runter. Hoch. Runter. Ich häng schon wieder irgendwo. Wie viele Meter sind wir? 800. Da kommen wir her, ne? Da hinten. Links oder rechts? Gabelt sich der Fluss. Ich glaube, den Knochen habe ich auch schon gesehen gehabt, oder? Linke Seite ist der Eingang zur Alien-Basis. Da war ich sogar schon mal drin. Okay, das habe ich ja anscheinend schon gescannt. In der Alien-Basis waren wir schon drin. Wir haben dort sozusagen gesehen, dass die an den Viechern hier rum experimentiert haben, dass die im Zweifelsfall selber die Warper hergestellt haben. Das klingt so komisch hergestellt, aber naja. Und da waren aber noch ein paar Bereiche, wo ich ein Tablet für brauche. Vielleicht können wir... Ah, jetzt habe ich auch die Seemotte nicht dabei. Jetzt habe ich die Seemotte nicht dabei, sondern den Krebs. Für jeden Zentimeter bezahlt. Ghost of Tsushima. Das war doch diese Basis, die so runter, also die irgendwie verkettet war eigentlich und dann aber abgerumst ist. Oder? Ja. Genau, hier war ich auch schon drin. Aber ich habe jetzt nichts, womit ich da drin rumfahren könnte, glaube ich. Geht's hinter der Alien-Basis dann eigentlich weiter, oder? Hey, Baby Jane, grüß dich, ne? Bin mal kurz weg. Alles klar, vielen lieben Dank für deine Hilfe schon mal. Grüß dich, Baby Jean. Oh, was schreibst du denn schon wieder, Ronny?
Du, mein Schatz, wollte dir nur mal Hallo schreiben, Bussi auf Schwanzi. Hallo Ronny, ich freue mich von dir zu lesen. Dreckiges Schwein, ich hoffe, dir geht's gut. Und ja. Schönen guten Tag. Danke für deinen Resub. Im 39. Monat. Und einen schönen Mittwoch gewünscht. Ich habe gerade Sommerferien. Sehr schön. Wie Maschine aus. Ich habe da angemacht. Achso, dauert einen Moment. Sommerferien sind gut. Wie geht's dem Ronny so? Alle Dude bei dir? Bin ja auch eine Blitzblinse. Fahre dahin. Aua. Fahre dahin. Um die Tablets da einzusetzen. Aber nehmen die nicht mit, die Tablets. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich muss eh zwischendrin zurückschwimmen. Sommerferien. In Niedersachsen ist heute der letzte Tag der Sommerferien. Das wird morgen wieder ein Chaos auf den Straßen. Echt? Ist das so krass zu spüren? Das klingt nicht gut. Berlin ist, glaube ich, auch noch bis zum Ende der Woche. Und dann sind die Sommerferien auch hier rum. Willkommen zurück. Fahre auf meinem Weg zur Arbeit an drei Schulen vor. Ach du Scheiße, ja, okay. Wir haben noch diese nächste Woche. Integrating new PDA data. Probenforschungsdaten. Ein Katalog mit Informationen über die Organismen, die zuvor in dieser fremden Einrichtung aufbewahrt wurden. Einige Einträge konnten übersetzt werden. Ich weiß nur, dass die Ferien rum sind, weil nächste Woche mein Chef wiederkommt, den ich jetzt während der Ferienzeit vertreten habe. Anders, ja, weiß ich nicht. Man kriegt schon mit, glaube ich, dass die Stadt ein bisschen autofreier ist, ein bisschen leerer. Kleiner pflanzenfressender Kappa. Dieser Eintrag scheint sich auf den gewöhnlichen Glubscher zu beziehen. Keine Immunität gegen die Infektion. Tod tritt in der Regel innerhalb von 4 Tagen ein. Zeigt eine Rückbildung der Symptome beim Kontakt mit Enzym 42. Symptome kehren jedoch schnell zurück. Zeigt fortgeschrittenes Lernverhalten und etwas Fassungsvermögen, um Enzyme auf andere Exemplare übertragen zu können. Leviathan Embryos, ausgewachsenes Exemplar für Studien in Behältern zu groß. Eier aus Nestern entnommen, Embryos zeigen keine Zeichen von Immunität, Tod tritt in der Regel innerhalb von 3 Wochen ein. Kleine Proben von Eiern für weitere hoch priorisierte Erforschung der Brutvorgänge der Leviathane aufbewahrt. Da wo der Eingang von dieser Einheit ist, kannst du geradeaus guckst durchfahren, dann kommst du zu dem Berg mit dem Wärmekraftwerk drinne.
Okay. Also jetzt da an dieser Forschungsanrichtung steht ja links jetzt von der einfach gerade weiter nachher. Ja? Okay. Na, ich bin mal gespannt, wo mich das hinführt. Großer fleischfressender Täter. Außenlabor zur Erforschung der Überreste eingerichtet. Zeigt gewisses Potenzial zur Immunität gegenüber der Infektion. Hat physikalische Überreste erwiesen sich bisher als unzureichend. Unbekannter Leviathan. Diese Leviathanart wurde mit der Bezeichnung Seeimperator versehen. Knochenproben vom Imperator-Exemplaren zeigen gewisses Potenzial zu Kara-Immunität. Einzelnes Exemplar für Studien. Ich muss mal die Musik ein bisschen leiser machen, das brüllt gerade ganz schön. Einzelnes Exemplar für Studien in nur zu diesem Zweck gebauten Sicherheitseinrichtungen untergebracht. Errichtung in der Vulkanregion in 1400 Meter Tiefe. Da, wo du jetzt... Oh, Entschuldigung. Da, wo du jetzt hier aus der Anlage kommst, in die Richtung musst du fahren. Ah, okay. Da, wo ich jetzt gerade hingucke. Nicht vom Schiff aus Cockpit, sondern wo ich... Okay. Das heißt, ich muss nachher, wenn ich wieder abfahre hier, mich kurz links halten. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sich das Imperator-Exemplar noch in der beschriebenen Einrichtung befindet, ist es vielleicht möglich, dort weitere Daten über die Suche der Fremden nach einem Heilmittel zu finden. Na klar. Da hinten, ne? Hör da einfach weiter, sagst du. Geht's da zu diesen Lavaseen oder wie die heißen? Bestimmt, oder? So, jetzt gucken wir mal, ob hier noch mehr. Da am Berg ist ein riesiger Seedrache, der mit Feuer spuckt. Dann sollte ich da vielleicht doch nicht hinfahren. Das wäre ja mehr oder weniger wahnsinnig, das zu tun. Habe ich hier die Daten schon runtergeladen? Ich glaube schon. So, da liegt er. Gab es hier noch was für ein Tablet? Anscheinend nicht, ne? Ne. Deshalb braucht man den Schutzschild. Ja, den habe ich nicht. Den habe ich nicht. Dann muss ich vielleicht doch irgendwie anders fahren erstmal. Bevor mich der Seedrache, was auch immer da rumschwimmt, kaputt schießt. Wir speichern jetzt gleich erstmal. Ist es denn da, wo es dann auch weiter runter geht? Oder gibt es noch einen anderen Gang, wo man weiter runter kann? Jetzt habe ich 3 Tablets mitgenommen und 1 benutzt. Mehr habe ich nicht gebraucht. Da ist auch der Weg nach ganz unten. Okay. Gut. Speichern. Kommst aber nicht unten in die Anlage rein, weil du die blaue Tafel aus dem Atomkraftwerk dafür brauchst. Okay. Es gibt, glaube ich, auch gelbe Tafeln, ne? Ich möchte gerne erstmal da, wo Leon und Darlene ihre Basis gebaut haben. Die haben gesagt, es gibt da ein sehr schönes Biom, wo man das machen kann. Da möchte ich gerne hin. Aber ich weiß nicht, ob das hier ist. Ich meine, von der Tiefe her könnte es schon fast passen. Aber...
sicher bin ich mir nicht. Hier unten ist nichts schön. Ja, Geschmäcker sind halt verschieden. Nur Monster, die einen fressen wollen. Ja, Spoiler, Sebastian, doch nicht so viel mit den Tafeln, Leviathan und. Alles gut. Wo habt denn ihr eure Basis gebaut? Wisst ihr das noch? Frohling, weißt du das noch? Wer ist ihr? Du und Leon. You and Leon. Leon hat gesagt, ihr habt zusammen das Spiel gespielt. Im Multiplayer. Beim Baum im Lost River. Da bin ich schon vorbei wahrscheinlich, ne? Beim Baum. Da wärst du vorhin langgekommen, aber du wolltest nicht hören. Ja, ich wollte nicht hören. Kennt man von mir nicht anders. Wie geht's noch weiter runter? Ich lauf ab der Anlage hier. Oh, oh, das ist schon wieder ein Leviathan. 48 immer im Krebs, den Rest, dem Weg. Das ist halt die Frage. Ich würde halt schon gerne hier irgendwo eine Basis mir hinsetzen. Aber hier nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich setze mir jetzt erstmal hier eine Sonde hin. Und sage Seedrache oder so. Seedrache. Das ist ein Phantom Levi. Doch kein Seedrache. Ich dachte, das wäre der Seedrache. Leon, kannst du mich denn von der Anlage, von der Alien-Anlage, wo wir jetzt herkommen, leiten? Oh oh. Oh oh. Aua. Oder nicht? Oh, der schiebt mich auch irgendwie. Kann das sein? Oh. Jetzt hör doch mal auf, du Bulli. Lass mich doch in Ruhe. Meine Lebenspunkte sehen nicht mehr gut aus. Die Frage, ob ich hier lang gekommen bin. Orientierung habe ich ja null. Ich glaube schon. Ist er immer noch hinter mir her? Nö, sieht gut aus. Diese Forschungsanlage, da war ich gerade. Komm da gleich nochmal dran vorbei.
So, da ist die Boje mit dem Seedrachen. Ja. Also da, wo es zum Seedrachen geht. Ich möchte zu Protokoll geben, warte, dass ich dich nur aufgrund des leckeren Eis dorthin führen werde, sonst hättest du das nicht verdient. Und hier hast du deine Basis gebaut, ja? Also nicht so nah am Abgrund, aber hier in dem Bereich, Lucifer. Ja. Okay. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt, Leon. Da hatte ich ja heute echt noch mal Glück, ne? Gut, dass du kein Atom-U-Boot bist, sonst wäre die Höhle wahrscheinlich schon eingestürzt. So. So, hier ist jetzt diese Forschungsanlage. Genau, hier ist der Eingang. Da waren wir drin, haben ein Tablet benutzt. Hier das Plateau, die drei kleinen Sockel und da habe ich meine Anlage mit Tauchtock drauf. Ah ja. Cool. Fahren Sie bitte Richtung Westen weiter, dann kommen Sie an einem großen Skelett vorbei. Und fahren immer geradeaus weiter. Hier kommst du auch mit der Motte hin. Stimmt, die kann ja bis 900 Meter, ne? Die kann bis 900 Meter und dann ist Schicht im Schacht. Ja, ich muss das, glaube ich, eh alles noch erkunden hier unten. Ich muss das, glaube ich, eh noch alles erkunden. So nach Westen, sagt er. Der Leon. Da ist ein großes Skelett in der Mitte. Ah, jetzt fährst du zum Baum des Lebens, das einzig schöne Gebiet. Ich glaube, das meinte Leon und, also Johnny und Frau Ling. Einfach weiter nach Westen. Okay. Ah! The Tree of Life. Da vorne ist er schon. Das ist er? Okay. Wolltest du ein paar Rippchen mitnehmen? Er sieht so aus. Oh ja, der ist schön. Der ist schön. Der brummt schön. Oh mein Gott, wie hübsch. Und hier habt ihr euch eine Basis hingepflanzt? Da haben wir uns einquartiert. Die Drachen hier sind alle friedlich. Sehr gut. Warte mal, ich mache mal Maschinen aus. Ist es verwerflich, neben dem Tree of Life ein Atomkraftwerk hinzubauen? Nee, oder? Aber ist das hier alles jetzt heller im Schiff wegen des Tree of Lives? Nee, den bilde ich mir nur ein.
ist nicht verwerflich, oder? Da eine atomare Einrichtung hinzupflanzen. Warte mal, wir können auch Licht hier ausmachen. Wir brauchen schön Leiter hoch, runter, hoch, runter. Und wir können ja erstmal. Ja, warte mal, es ist sogar hell hier drin, obwohl das Licht aus ist. Wie kann das sein? Schmeiß eine Bombe rein, machen die Grünen auch. Wow. Nee, aber ich habe mir echt alle Materialien für ein Atomkraftwerk mitgenommen, muss ich zugeben. Und ja, was soll ich sagen? Ich brauche unten Energie, habe ich gehört. Und deswegen dachte ich mir, so nimmst du das mal mit. Ich hoffe, ich muss mich da nicht zu sehr schämen für. Schäm dich. Was habt ihr gemacht? Habt ihr grüne Energie verwendet oder habt ihr auch Atomkraftwerk hingestellt? Vor allem brauchst du Verstärkung in deiner Anlage, damit hoffe, du hast Lithium mitgenommen. Verstärkung für die Seiten, ne? Damit, weil das so tief ist. Ich sollte Lithium mitgenommen haben. Wahrscheinlich nicht so viel. Guck mal hier ein bisschen. Ne, das ist Blei. 6 Lithium habe ich mit. Besser als nix. Bioreaktoren, aber mit viel Mühe und Leitung und Wärmekraftwerk. Oder mit viel Mühe und Leitung Wärmekraftwerk. Ja, das mit dem Wärmekraftwerk habe ich gestern bei Enno geguckt. Das war schon. Ist, glaube ich, schon hier und da ein bisschen nervig. Aber ich glaube, ich pflanze einfach ein Atomkraftwerk hin. Um den Baum des Lebens. Wie soll ich sagen? Zu wertschätzen. Titan habe ich, glaube ich, jetzt weniger mit. 10 oder so. Mal kurz schauen, was steht denn da für ein Eintrag. Nee, Feuerkoralle nicht. Wo ist denn hier der Lebensboom? Ich habe den noch eben gescannt. Ist am sinnvollsten. Muss man sich nicht drum kümmern, das ist halt das Schöne daran, ne? So ein Atomkraftwerk läuft einfach selber weiter. Noch von dem Lebensboom, den ich eben hier gescannt habe. Den Text würde ich gerne lesen. Hast du dir den Baum gerade runter? Ja, ich habe den mir gedownloadet. Gebaumloadet. Du machst das schon. Bin mal weg, bis später. Vielen lieben Dank, Lucifer. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal wieder. Schön, dass du wieder dabei warst. Und einen schönen Mittwoch wünsche ich noch. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt noch bis 19 Uhr hier Basis bauen, glaube ich. Eigentlich muss ich noch eine Wasseraufbereitungsanlage mir bauen, also dass ich hier Salzwasser rausziehen kann, ein Atomkraftwerk rein. Und Essen müsste ich mir eigentlich mit einem Messer hier holen können. Ich hoffe, hier schwimmen auch Fische rum. Also nicht die Rochen, sondern... The Mystery of the Nautilus. Hä? Mein Schiff heißt Nautilus.
Kraterrand, Magnetit, ne, Rubin, Uranit. Verwertbares. So, Tiere. Quallenpilz. Unter einheimische Lebensform. Zwei unter Quallenpilz. Du warst mit der Maus drauf. Es tut mir leid. Da ist er ja. Ich meine, riesiger Lebensbaum. Ein gewaltiger Baum, der in einer tiefen Höhle entdeckt wurde. Der einzige seiner Art auf dem Planeten. Der Baum wird von Rochen umkreist, die auf einem rosafarbenen, die auf seinen rosafarbenen äußeren Blättern weiden. Rinde. Eine harte, schnell wachsende Rinde bedeckt die Außenseite des Baumes. Winzige Organismen leben in den Kerben der Oberfläche. Phantomeier. Die Äste sind um einige unausgebrütete Eier herum gewachsen, die zu einer Tierart mit der Bezeichnung Phantom gehören. Dieser Baum scheint ein uralter Nistplatz zu sein. Die Eier wurden gelegt, als der Baum jung war. Und nun sind die Äste schützend um ihn herum gewachsen, während sie die richtigen Bedingungen zum Schlüpfen abwarten. Du kostest uns Nerven, alter Mann. Sehr gut. Freue ich mich. So. Where to build the base? I would say... I have to go back into the ship because I need the module, not the module, the tool to build it. To build the base, I need the... Naja, ich brauche hier diese 3D-Drucker für die Hand. Da ist er. Das ist übrigens auch der Eingang zur inaktiven Lavazone. Okay, cool. Da ist es also ideal, eigentlich hier die Basis zu haben. Ich glaube, das hattest du auch schon mal erwähnt, dass das eigentlich ein sehr guter Spot dafür ist. Und dann kann ich nämlich hier mir noch eine Seemotte bauen und sowas. Im Westen gleich. Okay. Ich überlege jetzt gerade, wo ich die Basis hinstelle. Ich möchte ja einen schönen Blick auch auf den Baum haben. Ich glaube, hier ist gut. Hier so. Hier sind ja ganz viele Tiefenpilze. Hat schon einen Grund, warum wir die Basis dort gebaut haben. Ja, das glaube ich allerdings auch. Zu hoch? Noch einen Mehrzweckraum drunter bauen. Warum kann ich das nicht weiterbauen? Oh nein, das Titan ist alle. Ich erinnere mich noch an Leon, der meinte, nimm viel Titan mit. Du brauchst sehr viel Titan. Und ich so, ja. Da unter den Nebelschwaden befinden sich auch Erze, die du mit dem Krebs abbauen kannst. Ah, sehr gut. Zum Glück hat der Krebs ja 3 Cargo-Slots. Und einen Bohrarm mittlerweile. So, nehmen wir doch den Krebs gleich mal mit, oder?
Bohrarm, genau. Steh auf. Alles, was ich dir gesagt habe, war sehr sinnvoll und durchdacht, inklusive der Aussage, dass du keinen Schildgenerator und keinen Sonar brauchst. Bonk. Ja, ich sehe es ja ein. Ich sehe es doch ein. Doing. Matze, nein. Neunzehn Uhr ist Feierabend. Schicht im Schacht. Ende Gelände. Schluss mit lustig. Da ist der Ofen aus. Zappenduster. Schicht im Schacht. Schluss mit lustig. Wann stream ich eigentlich? Ich glaube morgen wieder, ne? Ich muss morgen nur einfach nach Hause gehen. Nach der Mittagspause. Dann könnte ich morgen auch wieder Subnautica spielen. Wie er sich hinhockt, oder? Der Krebs setzt sich denn nicht auf den Fußboden eigentlich? Irgendwie nicht. So. Quartz. I need Quartz. Habe ich Quartz mitgenommen? Du könntest einen Enterhaken für den Krebs gebrauchen, damit ich mich irgendwo hochziehen kann, ne? Damit ich immer hoch. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich den schon. Warte mal, ich kann ja mal schauen, ob ich den freigeschaltet habe. If I have this already schaltet free. War weiter oben, ne? Let's have a look. Wurfhaken. Habe ich den nicht sogar installiert? Ich glaube schon. Ich hab keinen Quartz mit? Das ist nicht euer Ernst. Ich hab keinen Quartz dabei. Oh nein. Ich kann keinen Eingang in die Basis bauen, weil ich keinen Quartz dabei habe. Scheiße. Scheiße. Panik. Meinst du, im Lost River finde ich Quartz? Das ist ja doof jetzt. Titan. So. Hier hatten wir ja alles, was wir brauchen fürs Atomkraftwerk. Ich pack das mal hier rein. Das. Wie schön das hier ist. Wer sucht, der findet. Na klar. Bekommst du fast alle Materialien. Quarz kannst du da unten bestimmt auffinden. Schau dich mal unter den Nebelschwaden um. Oder schon in der inaktiven Lavazone. Magnetit!
Voll schön. Urfakenarm habe ich. Muss sie nur lernen zu benutzen, ne? Hier unten gibt es auch Blätterfische? Wie cool. Hallo. Der macht den Krebs deutlich mobiler. Ja. Quarz! Wunderbar! Super! Schnell was trinken, während ich abbaue. So schön sitzt du im Krebs. Und schlürfst dir einen Tee, während der Krebs die Arbeit macht. Großartig. Können wir doch unsere kleine Mini-Basis heute noch bauen, bevor es in den Feierabend geht. Warum? Verzieh dich! Ich dachte, hier ist friedlich. Palé! Schnell wegrennen. Sagt man das so, oder? Achso, Quarz muss ich noch rausnehmen. Wo ist denn hier der... Nee. Bohren weg. Ja, muss ich bestimmt machen. Ich hatte Angst. Eigentlich hatte ich Angst. Alles andere wäre gelogen jetzt. Oh. Titan 2. Es fehlen zwei Titan. Wo war hier nochmal? Da. Gepierde Titan. Haben wir ordentlich abgebaut. So. Das Problem ist, glaube ich, wenn ich jetzt hier den Atomreaktor reinbaue, dann kann ich hier keine Leiter mehr nach oben bauen, ne? War das nicht irgendwie so? Ich glaube, irgendwie war das so. Leider passt da nicht mehr rein, ne? Wenn ein Reaktor in der Mitte steht, wird es schwierig. Okay. Wie er hier noch einen da drunter zimmern würde. Wir könnten uns einen Raum bauen, wo der Reaktor drin ist. Und oben wohnen wir dann. Dann brauchen wir aber zwei Schleusen. Du kannst doch Leitern auch an den Wänden bauen. In einem Multi-Purpose-Raum drin? In der Mitte den Reaktor und an den Seiten die Leitern hoch. Okay. So, ich hätte jetzt gerne hier eine Leiter. Erstmal die Leiter. Ah, hier! Oh, Titan ist alle. Ein Glück steht der Krebs genau vor der Tür. Ich brauche neues Titan. Eine Leiter muss erstmal reichen. So, und dann bauen wir hier den. Oder? Ja,
Okay. Dann hole ich mal die Sachen. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Leiter hin, aber der hat ja keine Kletteranimation. Ich habe mich kurz erschrocken. Aber nur kurz. Kurz sozusagen mit O. Wir müssen das Schiff auch mal umparken. Das ist viel zu nah am Baum. Gehen wir ja den ganzen Leuten hier auf den Sack. Kurz. Mit K-O. Ja, genau. R-Z. Wunderschön. Da war ich ja... Das ist verrückt. Das ist ja nicht das erste Spiel, wo mir das passiert. Aber da war ich ja praktisch nur noch 2 Meter weg vom Baum des Lebens beim letzten Mal. Da haben wir ja diese Station, diese Forschungsstation entdeckt. Danke, Darlene, für den Tipp. Ah, jetzt ist dunkel. Ich muss näher am Baum stehen. Damit das Licht vom Baum das Schiff erleuchtet. Kein Ding. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. So, hier kann ich stehen. Oder? Habe ich hier Licht? Ah, so ein bisschen. Muschelbubu. Kennt ihr das? Muschelbubu-Beleuchtung? Oh mein Gott, ey. So. Ach, ich habe noch Wasser hier drin. Hat man, glaube ich, im Osten immer gesagt. Das sind richtig alte Leute-Wort. Fummellicht kennt man. Ja, dass du das wieder kennst, ist ja klar. Schwein. Schwein! Warte mal, ich mache hier mal die Außenbeleuchtung aus. Warte. Luke auf. Muss noch mal rein. So. So. Strom sparen. Tür zu. Raus. Ich weiß nicht, was du für Lampen hast, aber Muschelbubu war da noch nie. Wo ist denn das Blei? Oh, ich dreh gleich durch. Ich werd noch mal pläde hier. Hoffentlich wächst der Baum nicht um mein Schiff, dann komme ich nicht mehr weg. Konzentriere er sich. Ja. Du wirst auch pläde. Blei her, aber so schnell. So richtig schnell. Wo ist da? Vorhin wieder einsortiert. 3 brauche ich, ne? Nicht 4, nicht 2, 3. Ich lasse es hier offen. Passt schon. Du kannst ja auch die Blueprints anheften. Ja, stimmt. Stimmt, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, die kannst du rechts anheften und dann siehst du immer, was noch... Also dann werden die Sachen ja grün, wenn du sie im Inventar hast. Stimmt, stimmt, stimmt. Wenn jetzt noch eins fehlt, schrei ich. Brauchst sogar nur 2 Blei, nicht 3. Exercise caution when handling radioactive materials. Exposure risks corrupting your PDA's recording of the circumstances of your death. Power restored. Läuft. Der brummt schön, ja. Der brummt schön. Oh mein Gott, ey. Kupferdraht und Aerogel. Jetzt wird's schwierig. Aerogel krieg ich, glaub ich, nicht zusammen. Der brummt schön. Ein Tauchdock wäre nicht schlecht.
Irgendwas stimmt mit Thanos nicht. Kennst du das nicht? Happe Kerkeling. Oh, ich habe keine Schmiere mit, oder? Habe ich Schmiere mitgenommen? Ich glaube nicht. Irugiel und eine Seemotte. Ich glaube, ich baue mir eine neue Seemotte. Oh, Schmierstoff nicht dabei. Oh, nee. Ohne Schmierstoff habe ich ein Problem. Dann kann ich mir keine Seemotte bauen. Und ich komme aber mit dem Krebs, glaube ich, gar nicht so weit hoch, oder? Kann ich mit dem, könnte ich mit dem Krebs von hier nach Hause laufen? Nee, ne? Da sind die Wände zu steil. Müssen wir mit dem großen Klotz müssen wir dann glaube ich noch mal losfahren. Was wollte ich jetzt? Schmier da, ja, Schlingpflanzen bis 19 Uhr never. Nee, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Da. Ein Gelsack. Den habe ich aber schon gesehen. Und ein Kupferdraht kriege ich auch hin. Mit dem Krebs wärst du auch 8 Jahre unterwegs. Mit dem Zyklop geht das fix. Ja, stimmt. Mit dem Krebs würde ich so also schön spazieren gehen. Stimmt, der ist ja nicht schnell. Immer diese fehlenden Schmierstoffe. Ja, vielleicht habe ich auch welchen eingepackt und erinnere mich nur nicht. Aber ich wollte jetzt eigentlich nach einem Gelsack gucken. Sehr gut, sehr gut. So. Aber ich muss mir... Oh, nee. Da kommt ja wieder eins zum anderen. Ich brauche doch erstmal einen 3D-Drucker. Oh, jetzt geht das wieder von vorne los. Wo ist hier der Drucker? Die machen wir mal aus. Drucker. Titan, oh, hab alles dabei. Stimmt, ich habe das ja auch mitgenommen, damit ich mir direkt am Anfang einen Drucker bauen kann. Welcome aboard, Captain. Ja, so möchte ich bitte auch morgen auf Arbeit angesprochen werden. Welcome aboard, Captain. Noch bin ich Captain. Noch ein paar Tage. 2. Wunderschön. Aerogel herstellen. Los. Wo ist das? Hier. Vielleicht sind Pflanzkästen für Außenpflanzen da unten eine Überlegung wert. Ich glaube auch, dass ich einfach mal noch ein paar Pflanzen mit runterbringen muss, um halt die Versorgung zu diesen Schlingpflanzen und was auch immer, was so weit oben wächst, hier unten hin zu pfeffern. Kupfer und die Dornbrosch. Dann kommt die Ablösung. Letzte Chance, Einläufe zu verteilen. Stimmt. Dann kommt der wirkliche Chef wieder. Nicht der Möchtegern King. Titan nehmen wir mal noch ein bisschen mit. Und Kupfer. Habe ich Kupfer mitgenommen? Ich glaube, Kupfer finde ich hier unten nicht. Wann kriege ich eigentlich meine Gehaltserhöhung? Das müssen wir morgen besprechen. Kann ich noch durchkloppen? Schön wär's, ey. Nee, ich habe kein Kupfer dabei. Ach, du glaubst es nicht. 1E bitte. Ja, genau. Oh nee, ich habe keinen Kupfer und ich habe auch keinen Draht dabei. Und der ist noch oben. Oh nee. So, Kernreaktor. Kann weg. Ja. Trockendock kann auch erstmal weg.
kann ich eh nicht bauen. Warum habe ich denn Kupfer vergessen? Wie konnte denn sowas passieren? Hallo, habe ich das rausgenommen? Nee. Wie konnte denn das passieren? Vielleicht da hinten beim Skelett oder in der Lage. Meinst du da? Stimmt, man müsste ja eigentlich nur die diese Ablagerung abkloppen, ne? Muss ich vielleicht doch nicht komplett hochfahren wieder. Hm. So, dann haben wir hier einen kleinen Turm. Das wird mein zur Häme. Wie das brummt. Oh nein! Nein! Hören Sie auf einzubrechen! Wunderbar. Warte mal, eigentlich muss ich die Dinger... die Höhlenstärke hier hin. Und hier hin. Dann baue ich die hier wieder ab. Wie, das kriege ich hier nicht raus? Warum nicht? Weil die Leiter davor klebt? Hm. Von außen abbauen. Zuerst die Konstruktion angebauter Komponenten beenden. Ich dachte, die Höhlenverstärkung kann ich auch von. Was machst du mit dem Krebs? Ich habe versucht zu finden, wo die anderen beiden. Guck mal, das kann, die Leiter kann ich auch nicht wegmachen. Die anderen beiden Ladeschächte. Ich habe ja drei Ladeerweiterungen da reingesetzt, aber irgendwie. Oh. Gibt's nur den hier oben drauf? Weil in den Modulen, wenn du da reinguckst, siehst du ja hier, Frachtmodul 1, 2, 3. Addiert er das dann auf? Selbe Klappe, nur Inventar ist größer. Ah, okay. Dann brauchen wir nochmal drei Titanen. Dreimal so viel Platz hat der Kofferraum, okay. Okay, okay. Ich muss auf jeden Fall dann noch ein paar Kernstäbe, wobei ich glaube, die halten relativ lang, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die in 10 Minuten leer gedingst ist. Glaube ich, eine Weile. Du musst deine halb angehaltene Verstärkung erst fertig machen, bevor du die was abbauen kannst. Ach, ist das immer so? Ach so, guck, ja, danke. Okay, dann haben wir hier die Verstärkung und dann könnten wir theoretisch in die Richtung dann auch nochmal einen Shot bauen. So, eine zweite Leiter wird wahrscheinlich jetzt hier nicht gehen. Doch. Warum? Hull integrity restored. Draining systems initiated.
Okay. Spätessen 35, geht ja noch. Hülle ist schwach. Würde ich Fenster erstmal lassen. Ach wo, wir wollen noch eine schöne Aussicht haben. Ist doch scheißegal, ob es dann in die Station reinregnet. Ich guck mal, ich habe da noch ein bisschen Lithium, habe ich da noch ein bisschen. So, hier. Ach nee, im Rucksack habe ich noch ein bisschen. So, und dann brauchen wir, wir brauchen Zähne. So. Oh, ich muss mal was trinken. Ah, ich hab sogar noch Trinken im Rucksack. So, Zähne. Hauptsache fließend Wasser. So sieht's aus. Ein einzelner Kernstab kann 20.000 Energie liefern. Das hält eine Weile, ne? Also du könntest ja R4 reinkloppen, dann hättest du 80.000 Energie. Das ist schon ein bisschen abgedreht. Das ist schon krass. Und das Brummen ist so schön. Das brummt schön. Da kannst du wunderschön bei einschlafen, glaube ich. Ach so, ich brauche das emaillierte Glas. Habe ich jetzt vergessen beim Reinkommen. Ich komme nochmal rein. Das Cap liegt bei 2,5, okay. Und der macht... Was? Der macht 20.000? Das ist ja achtmal. Achtmal kannst du den leer lutschen, sozusagen, den Kernstab, bevor du, der leer, also bevor du den entsorgen kannst. Wie viel Struktur hatte die jetzt noch? Plus 8,1, wunderbar. Schön. Schön, schön, schön. Diese Basis, ist die eigentlich in meinen Navigationspunkten jetzt drin? Nö, ne? Nee. Kernkraft lohnt richtig, ja. Aber was ich machen könnte, ist einfach meinen Krebs dann hier nachher stehen zu lassen. An dem kann ich mich ja orientieren, wo ich dann wieder hin muss, wenn ich mal wegfahren sollte hier, ne? Wie kann ich ihn angreifen? Ach, ich würde den dann so bohren, ne? Müssen ja nicht komplett aus auf Krawall aus sein hier. Quarz. Schön, schön, schön. Muss man mal so sagen, wie es ist. Ja, ist ja in der Realität mehr oder weniger auch so, aber es gibt, aber da gibt es auch extreme Risiken, die es im Spiel nicht gibt. Ja. Es kann nicht zu einer Kernschmelze oder sowas kommen. Ja.
hier überall Rubine hängen. Hier ist verstrahltes Mordorial. Mordorial. Speichern wir. Hier kann kein Kupfer drin sein, das ist Sandstein. Also Tiefenpilze waren für Salzsäure wichtig. Glaube ich. Hier könnte man Wärmekraftwerke draufbauen. Ich glaube, das hat der Enno. Obwohl, ich weiß gar nicht, ist der Enno hier an dem Baum oder ist er woanders unterwegs? Ich muss mal kurz Sauerstoff sammeln. Also, ihr wisst schon. Ja. Wird nur ganz kurz laut und ganz hell. Und dann hast du dann ein DLC erfunden. Einen DLC, Fallout Subnautica, jetzt strahlt. Bin ich vorbeigetuckert. Ah ja. Sehr schön. Luft holen. Und wieder raus. Ist er so grün? Die anderen sind nicht grün. Enno, die. Oha. Oha. Schimpfwörter sind hier nicht erlaubt. Direkt ausschimpfen. Oh. Oh, ist ein bisschen warm. Entschuldigung. Aua. Bonk, genau. Bonk dich bitte selber. Das ist doch so ein bisschen abfällig für Schwuler. Tucke kenne ich auf jeden Fall als Schimpfwort. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube nicht. Selber. Du Schwuli. Oh Mann, ey. Ach Mensch, hier machst du was mit. Na, Kupfer wird schwierig, glaube ich. Kupfer. Ich brauche nur noch ein zweites Kupfer, dann kann ich mir ein Draht bauen und dann kann ich meine Wasseraufbereitungsanlage hier hinschmeißen. Da war noch ein Steinchen. Ich schwimme gleich wieder hin, aber ich muss an meine Luft denken. Wisst ihr noch, wie ich geschrieben habe? Schade, so knapp war das noch nicht. Irgendwie mit drei, ich glaube drei Sekunden hattest du noch. Ich bin schon ganz schön garstig gewesen. Nicht, dass es knapp wird. Da müssen wir echt aufpassen. Nee, das sollte nicht knapp werden. Das war Titan. Maybe here some copper? Titan.
What about you? Copper? Voll? Nee. Kann ich nicht nehmen. Das murmelt hier runter. Okay. Hier. Kupfer. Hammer. Notfalls atme auf der Milz weiter. Da muss man schon ein bisschen drauf achten, ne? Aufpassen muss man da. Aufpassen. Ruhe. Ja, müssen wir das aus der Hand legen. Und dann Kupferdraht. Kaffeemaschine, Kaffeeautomat, den habe ich in der Nautilus irgendwie vergessen. Bei Enno klebt, glaube ich, ein Kaffeeautomat drin. Auch schön, die Wasseraufbereitungsanlage direkt neben dem Reaktor. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht, dann leuchte ich im Dunkeln. Kannst du da draußen ein Schild dranhängen und Ruhe draufschreiben? Ruhe. Ich hab doch nichts gesagt. Wie die Energie immer auf 2,5 ist. Wie krass ist das denn bitte? Könnte man nicht mehrere Wasserautomaten hinbauen? Mega! This is crazy! Das ist richtig gut. Blätterfisch. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Gute Nacht, mein kleiner Prinz. Der war lecker. So. Okay. Ja, cool, cool, cool. Bis zum nächsten Mal überlegen, ob ich mit dem Basisdesign zufrieden bin. Man kann ja, wie gesagt, noch rechts und links da so ein bisschen was hinbauen. Je nachdem, wie viel Platz man braucht. Für Innenbeete und dann später auch Außenbeete. Großartig. Pro Brumm wird wieder voll gemacht. Fallen da Sachen runter? Oder gehen die automatisch in mein Inventar? Wir können ja gleich mal in diesen Pool hier reinspringen und gucken. Also, wirklich ein sehr schöner Spot für eine Basis, der Baum des Lebens. Danke fürs Teilen dieses wunderschönen Ortes. Die gehen automatisch rein, ne? Okay. Titan! Ach, schön. Ich habe gestern beim Enno gelunzt und habe gesehen, dass es ja irgendwann so Portale gibt, mit denen man von relativ weit unten wieder nach oben kommt.
Habe ich ein bisschen gelunzt. Könnte man sich an solche Stellen ja auch noch ein Trockendock hinbauen. Und dann da einfach Boote parken, so Seemotten, mehrere Seemotten bauen. Seemottenarmada, genau. So sieht's aus. Oh, Entschuldigung, ich wollte hier nicht drauf springen auf die. Dann sind die platt wie eine Flunder. Das möchte man nicht, die sind schon platt genug. Schön! Sehr, sehr gut. Aber wo klicke ich denn hin? Ich brauche doch das hier. Oh, Titan, es fehlt Titan. Salz, Wasser. Salzwasser, kennt er? Kennt er, ne? Kennt er. Also können wir einfach mal alle Mods ablegen. Wobei die hier, die Magnetit, die brauchte ich, glaube ich, für irgendwas. Für irgendeine Erweiterung brauchte ich die. Irgendwas brauchte ich Magnetit. Wenn ich mich nur daran erinnern würde, was es war. So. Kurz zum Reaktor gucken. Dem geht's gut. Der brummt. Preload Starfield, Xbox, ab 17. August, Steam, 30. August. Wuhu, sehr gut. Enno, ganz viel Spaß. Sind ja noch ein paar Tage hin bis da. Aber ich merke schon, der Enno ist ganz schön gehypt für irgendwas an der Modifizierungsstation. Ah, stimmt.
Irgendwo, irgendwas war da. Ja. Ja, schön. Dann würde ich sagen, machen wir für heute hier Schluss. Und auch wenn ich mich ein bisschen komisch angestellt habe und vorhin irgendwie mit dem, wie Austin Powers, mit dem Auto irgendwie zwischen zwei Wänden hing, das Auto war bei mir das U-Boot und ich bin wieder vor und zurückgekommen, hat es ja am Ende doch noch geklappt. Hat es ja am Ende noch ganz gut geklappt. Danke an Johnny und Frau Ling und auch an den Lucifer, der vorhin auch ein bisschen mit mir interagiert hat, um mich ein bisschen irgendwo hinzusteuern. Ne? Gut, ich muss Schmierstoff mit runterbringen. Oder irgendwas, aus dem ich hier unten auch Schmierstoff machen kann. Ja. Schönen Abend auch dir noch, Heike. Man hilft, wo man kann. Danke. Samen mitnehmen? Ja, ich denke, ich nehme mir so... ich hack mir das da bei den Krokodilen raus. Und dann baue ich das unten wieder an. Alles, was oben wächst, mit runternehmen. Und da unten in Außen- und Innenbeetkästen reinklatschen. Ja. Heike, hab noch einen schönen Mittwoch. Eine schöne Woche noch. Ich werde morgen aller Voraussicht nach wieder hier sein. Um 16 Uhr ist der Plan. Bis 19 Uhr mit Subnautica. Ja. Und am Freitag werde ich versuchen... Oder mache ich morgen Streampause? Eigentlich könnte ich auch mal morgen wieder Serien gucken. Ich habe jetzt schon 3 Tage keine Serien mehr geschaut. Am Freitag ist auf jeden Fall komme, was wolle. Ich wollte gerade Wille sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Werde ich Guardians of the Galaxy weiterspielen und vielleicht sogar beenden am Freitag. Mal gucken, ob mir das gelingt. Dann aber nicht so aufregen. Ja, manchmal geht's mit mir durch. Also ich bin bis zu einem gewissen Grad bin ich entspannt, aber dann wird's schlimm mit mir. Das tut mir auch leid. Nee, ich überlege gerade, ob ich einfach morgen mir die Pause gönne und am Freitag einfach weiter streame. Könnte ich eigentlich machen. Theoretisch könnte ich morgen auch streamen spielen, aber ich glaube, morgen werde ich mich einfach auf die Couch legen. Wir gucken mal. Lasst euch überraschen. Vielleicht bin ich morgen mit einem Stream da. Aber möglicherweise auch erst Freitag. Dann aber ganz bestimmt. So, Subnautica aus. So. Ach so, ich bin ja noch so klein. Dabei bin ich so groß. Ja. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank an den Turin Lu für den Resub im 39. Monat. Vielen lieben Dank an den Trailjumper für den Raid. Und vielen lieben Dank an den Tom nochmal für die 5 verschenkten Subs. An die Community. An Aria Adams einen herzlichen Dank für den Follow. Und an Frau Ling vielen lieben Dank für den Resub im 48. Monat. Wie unrasiert. Ja, es ist schlimm mit mir. Ich überlege, ob ich morgen genauso verwahrlost ins Büro gehe wie heute, aber ich glaube, es ist nicht so eine gute Idee. Oh mein Gott. Dankeschön für den Stream. Danke fürs Dabeisein, Frau Ling. Habt alle noch einen schönen Mittwoch. Morgen gibt es wieder einen täglichen Vlog. Und am Freitag auf jeden Fall ein Stream und morgen, wie gesagt, trage ich es dann im Zweifelsfall auch noch ein. Ich weiß gar nicht, wie es gerade bei meinen Streamzeiten aussieht. Nee, da steht erst Freitag wieder. Da muss ich mich ja dran halten. Das kann ich ja nicht einfach machen, wie ich will. Also, tschüssi, schönen Abend noch und bis demnächst. Thank you.
beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sand.